Der Papageien- und Büsihof im Ticken platzt aus allen Nöten. Grund, immer mehr vernachlässigte Vögel werden beim Gnadenhof abgegeben und die müssen sich den Engplatz teilen. Darum wird die Auffangstation jetzt einen grossen Neubau für gut 3 Millionen Franken anstellen und steht damit vor dem nächsten Problem. Tobias Lenherr. Die Dülle hier beim Büsi- und Papageienhof im Dicken bei Degersheim trügt. Die rund 300 schutzbedürftigen Tiere, die hier ihr neues Heim gefunden haben, leben auf engstem Raum. Not am grössten ist aber bei den rund 200 Papageien, die hier ihre Lebensabend verbringen. Der Leiter Marcel Jung kann schon länger trotz vielen Anfragen keine neuen mehr aufnehmen. Der Gnadenhof ist übers Mass ausgelastet. Also wir sind, wir laufen schon lange Zeit am Limit. Wir könnten eigentlich nicht mehr mit Tier aufnehmen. Und zwar so am Limit, dass er sogar mit dem neuen Tierschutzgesetz in Konflikt kommt. Sprich, seine Gehege sind zu klein. Darum will der Marcel Jung ein paar Kilometer weiter einen neuen Gnadenhof bauen. Zwar sind die Pläne schon fertig und das Baubewilligungsverfahren läuft, nur das Geld ist seine grosse Sorge. 3 Millionen Franken kostet der Neubau. Bis jetzt hat Marcel Jung erst Spenden von 300'000 Franken beieinander, also gerade mal ein Zehntel. Es gibt vielleicht schon den einen oder den anderen, der sagt, Molly, ich habe ein Herz fürs Tier, ich gebe da etwas, oder? Aber das ist natürlich klar, mit 50 Franken können wir 2 Sack Futter kaufen, aber kein Stein. Auf Unterstützung von der öffentlichen Hand kann Marcel Jung ebenfalls nicht zählen. Beirren lässt er sich aber auf keinen Fall. Im nächsten Frühling soll das neue Tierschutzzentrum für 300 Vögel und Vierbeiner eröffnet werden. Alles auf dem neuesten Stand und tierschutzkonform. Sollte das Geld aber nicht auftreiben können, baut er zuerst nur einen Teil, nämlich den für die Vögel. Reissen aber alle Strick, sieht sich der Tierliebhaber gezwungen, seine Pläne zu begraben und auch mit dem jetzigen Gnadenhof aufzuhören. Aufgeben ist aber die letzte Alternative. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und zwar nicht nur die von Marcel Jung, sondern auch die von den rund 300 Tieren im Gnadenhof.